Gemessen an der Weltbevölkerung ist Deutschland ein kleines Land. Gemessen an der Wirtschaftsleistung dagegen gehört es zu den Großen der Welt. Der wirtschaftliche Erfolg hängt auch mit dem Ausbildungssystem zusammen. Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis, dem dualen System. Diese Ausbildung funktioniert auch in anderen Teilen der Welt, denn Globalisierung ist keine Einbahnstraße. Waren- und Wissenstransfer bestimmen das Handeln vieler deutscher Unternehmen. Deutsche Wirtschaft, wenn sie sich international engagiert, dann suchen wir nicht einen schnellen Profit, gehen raus und lassen Investitionsruinen zurück, sondern wir engagieren uns nachhaltig. Unter dem Motto Deutsche Unternehmen, Pioniere der dualen Berufsausbildung im Ausland, fördert das Auswärtige Amt den Dialog zwischen Unternehmen und Politik aus dem In- und Ausland. Deutsche Unternehmen produzieren weltweit nach höchsten Standards. Lohnstückkosten mögen ein Wettbewerbsvorteil sein, aber am Ende entscheidet die Qualität. Viele deutsche Unternehmen bilden im Ausland aus mit dem dualen System. Also ich spreche jetzt speziell für China. Dort haben wir einen sehr großen Markt, sehr viele Fabriken, sehr viele Autos auf dem Markt. Und berufliche Erstausbildung lohnt sich auf alle Fälle, um einfach die Leute vorzubereiten auf den Umgang mit unseren komplexen Fahrzeugen. Das bedeutet, dass wir natürlich vor Ort auch entsprechend qualifizierte Menschen brauchen, die in der Lage sind, mit dieser Technologie umzugehen. Und das vor allem, und jetzt kommt der Sinn des dualen Systems, auch mit Hand und Kopf. Also das heißt, die Handlungsfähigkeit, auch das praktische Arbeiten ist ein sehr wichtiger Faktor. Besonders für junge Menschen ergeben sich durch eine fundierte Ausbildung neue Chancen. Wir wissen, dass natürlich die Verzahnung von beruflicher Praxis im Betrieb und theoretischer Fundierung in der Schule den jungen Menschen es deutlich erleichtert, einen Einstieg in das Arbeitsleben zu finden. Unternehmensverantwortung und Wachstum bedingen einander. Am Ende profitieren beide Seiten. Also für die Unternehmen ist es ganz klar. Für die Jugendlichen ist es ebenso klar. Die brauchen einen guten Job. Ja, und je besser die Ausbildung ist, je besser die Qualifikation, desto mehr Chancen haben sie auf dem Arbeitsmarkt und können dann auch eine Familie ernähren. Und ich denke, als Unternehmen wie in Deutschland, aus Deutschland dort ja auch gut Geld verdienen, macht es auch viel Sinn, sich ein bisschen um die Jugend zu kümmern. Denn wir bieten das vom Konzern ja nicht nur an für unsere Standorte, sondern wir machen das für die Schulen, arbeiten mit den Schulen, natürlich auch mit den Standorten und haben so zwei Effekte. Einmal guten Nachwuchs für unsere Kollegen in der Fertigung zum Beispiel oder Qualitätssicherung, zum anderen aber auch immer für die jeweilige Region. Die duale Ausbildung lässt sich nicht 1:1 auf andere Länder übertragen, aber Teile davon. Bildung ist ein Rohstoff, von dem doch möglichst alle profitieren sollten.